Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Rezept. Heute bereiten wir einen köstlichen Spaghetti-Kürbis zu. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst halbieren wir den Kürbis. Holt euch Hilfe von einem starken Mann, da dieser Kürbis wirklich sehr hart ist. Anschließend wird der Spaghetti-Kürbis etwas mit Olivenöl eingepinselt und kommt für 5 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Jetzt können wir etwas leichter die Kerne entfernen. In meiner Infobox findet ihr übrigens auch die Links zu meiner Facebook- und zu meiner Instagram-Seite. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da einmal vorbeischaut. Unser Kürbis kommt für weitere 30 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. In der Zeit können wir schon unsere Füllung zubereiten. Dafür braten wir das Faschierte mit etwas Olivenöl ordentlich an. Ihr findet übrigens jeden Freitag um 19.30 Uhr ein neues Rezept auf meinem Kanal. Jetzt kommt noch ein kleiner Schluck Wasser und unser Crème fraîche dazu. Das Tomatenmark und die restlichen Gewürze könnt ihr auch schon dazugeben. Alles gut miteinander vermengen. Und zum Schluss geben wir noch unseren geriebenen Parmesan dazu. Ich löse schon ein paar Fäden von unserem Kürbis und fülle ihn. Wie würdet ihr euren Spaghetti-Kürbis füllen? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Zum Schluss kommt noch unser geriebener Käse darüber. Der Kürbis wird jetzt für weitere 10 Minuten gebacken. Wie immer hoffe ich, dass euch mein Video und mein Rezept wieder gefallen hat und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Kathi.